Nein, nein. Du musst den Kiste wieder an, oder? Ich bin der Niklaus Hess. Ich bin der Cyril Rausch. Und ich bin der Simon Rausch. Ich bin der Thomas Hegner. Und wir sind jetzt auf unserer zweiten Schweizreise! Guten Morgen. Guten Morgen miteinander. Wie lange haben wir gemacht? Ich bin am 3 ins Nest, die anderen sind am 4. Zum Morgen nachher 3 kommen und nachher. Aber nochmal. Nein, ist gut. Energie ist da. Energy Power. Machen wir. Passt. Hey, jetzt sind wir hier im Berner Jura. Schasserall oben. Wir besuchen den Marc Canz. Das ist ein Schweizer Orgler, ein Junge, der auch beim Traufer Musik hat. Jetzt werden wir ihn ein bisschen kennenlernen. Ja, sauber auch. Bist du aus dem Französisch, Thomas? Sehr gut, ich bin geübter Sprachlicher. Nein, jetzt. Englisch geht besser, Französisch nicht so. Ich muss das Nasenloch reinfinden. Miteinander Musik machen. Sehr schön, ja, hohe Freude. Sind Sie so gut, wie alle sagen, oder sind Sie eher ein bisschen unter den Erwartungen? Ja, sind Sie besser. Und jetzt kommt etwa der längste Weg, wo wir fahren müssen. Und Feierabendverkehr innen auch noch. Es ist jetzt 3:45 Uhr. Und 3:12 Uhr. Pick. Nein, voll. Musst du die Kiste wieder an, oder wenn wir wieder tun? Nicht gut gegangen. Was ist jetzt nicht? Ciao, Mütti. Ich kann sie das Wettbrennen überkommen und stab im Schiff. Und Niklaus ist bald gut verstanden. Sehr gut. Bis auf die gewissen Gerüche, die sich manchmal entfaltet haben von anderen Gruppenmitgliedern. Ja, heute haben wir eine riesige Ehre. Wir sind heute nämlich zu Gast bei den Gartenhöcken. Das ist eine legendäre Formation aus dem Appenzeller Land, die sich eigentlich schon längstens aufgelöst hat. Das sind der Frovinev, der Werner und der Clemensev. Jetzt sagen Sie gerade etwas. Ich habe von einer Weile ein Telefon bekommen von ganz jungen, talentierten und vor allem einfach coolen Köken, coolen Siechen. Sie machen wieder die Schweizer Reise und da geht es nicht anders als Hessrausch Hegner. Und da haben wir natürlich nicht lange überlegen. Wir haben es auch zugesagt, wir haben uns hier wieder Zimmer gerufen mit einer alten Kälber. Genau. Und sie hat einfach ganz spontan gesagt, es gibt kein Programm, wir können es. Sie spielen, wir spielen, es soll ein bisschen Kilby sein, ein bisschen fest. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Geniessen Sie jetzt einfach einmal, dass Sie da sind, zu wieder mal eine Flasche Bier. Schönen Abend, geniessen Sie es nachher! Was
würdest du den jungen Männern mitgeben auf ihren Laufbahn in der Volksmusik? Ja, eigentlich viel mitgeben muss ich ihnen gerne, aber sie kennen eigentlich, wie es mit ihr läuft. Und sie machen das sensationell und die haben mich eigentlich erinnert an unsere Zeit. Oder? Wir haben auch nie genug bekommen. Und eben bei jenen Vieren, was man schon sagen, ist natürlich das Herzblut da. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Oder? Und das ist das Schönste, was man haben kann. So können wir Musik machen. Also weiter so. Weiter. Ja, wir haben wieder einen weiteren schönen Tag erlebt und jetzt verbringen wir da noch gemütlichen Abend miteinander und haben den Plausch und freuen uns natürlich auch noch auf das weitere Programm.